Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Scharf TV. Ich bin die Sarah von Scharf Production und in dieser Folge werde ich Halloween-Deko aus Papier basteln. Und zwar habe ich mir hier so einen Pappteller geschnappt und falls du meine letzte Folge Scharf TV gesehen hast, und zwar die Präsentation der neuen Stempelkollektion, dann weißt du, was es jetzt für neue Stempel in meinem Sortiment gibt. Unter anderem nämlich hier ein paar Kürbisse und Halloween-Gesichter. Und mit diesen Produkten möchte ich doch jetzt mal hier ein kleines Projekt zaubern. Dieser Pappteller ist zum Beispiel super praktisch, um dir eine sehr schöne Deko zu Hause zu schaffen oder auch, um sie vorne an den Eingang zu stellen für Süßes oder Saures. Von den Stempelfarben her habe ich mir 3 verschiedene Farbtöne ausgewählt. Die sind in den Farben Gelb, Orange, Braun und diese werden jetzt zusätzlich noch ein paar Gesichter bekommen. Bestimmt kennst du es, wie es ausschaut, wenn man Kürbisse schnitzt und ich habe hier 3 verschiedene Gesichter, die man damit kreieren kann. Also, dass der Kürbis quasi wie ein geschnitztes Gesicht hat. Die Gesichter kannst du relativ einfach in den Kürbissen positionieren. Also, wenn dir das schwerfällt, dann kannst du natürlich auch Stempelhilfe Günther verwenden, denn der ist dafür da, um Mini-Stempel genau zu positionieren. Aber ich würde dir empfehlen, hier einfach von der Seite etwas zu schauen und dann siehst du die Position schon ganz gut, die du dann treffen wirst. Und am Ende ist es ja auch nicht so schlimm, wenn die Gesichter nicht genau mittig in den Kürbissen sitzen. Das macht es am Ende ja auch irgendwie zu etwas Handgemachten. Um dem Pappteller jetzt noch eine kleine Veredelung zu geben, habe ich mich dazu entschieden, Acrylfarbe zu verwenden. Da habe ich eine passende Farbe zu der Stempelfarbe von den Kürbissen ausgewählt und habe hier als allererstes mit einem Fächerpinsel den Rand etwas abstrakt bepinselt und dann anschließend mit einem Silikonpinsel noch kleine Punkte um den kompletten Teller herum aufgetragen. Also einmal an der ganz Außenlinie und dann nochmal an einer inneren Linie. Und somit hat man jetzt einen richtig schönen, dekorierten Teller, den man entweder auf den Tisch mitstellen kann oder auch, wie gesagt, für Süßigkeiten, für Süßes oder Saures verwenden kann oder halt einfach in seine herbstliche und Halloween-mäßige Deko mit integrieren kann. Ich bin gespannt, wie dir dieses Projekt gefällt und ob du ein Fan von Halloween bist oder ob das so ein bisschen an dir vorbeigeht, lass mich das super gerne mal in den Kommentaren wissen. Und im Anschluss verlinke ich dir nochmal das Video mit der Präsentation der neuen Stempelkollektion, denn da habe ich noch einige Projekte mehr mit den Halloween-Motiven umgesetzt, also schau dort auch super gerne vorbei.